Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um ein weiteres neues Produkt von uns, nämlich, dass wir die E-Learning-Systeme, die Learning-Management-Systeme von euch als Stadtwerk oder Dienstleister, Consulting-Haus, was auch immer, befüllen können. Das ist eine Sache, die machen wir jetzt schon regelmäßig für verschiedene Kunden. Wir erstellen dann also zum Beispiel Online-Kurse exklusiv für Stadtwerk X oder eben für Dienstleister X, für Energiekonzern Y und liefern damit praktisch die Videos, wir liefern Übungen und Lösungen, wir liefern PDF-Handout und weiterführende Links, die dann eben hilfreich wären, um zum Beispiel Quereinsteiger zielgerichtet und schnell und effizient in das Unternehmen einzubinden und dann eben auch wirklich weiterzubilden. Es ist ja wirklich im Alltag so, es gibt keine freien energiewirtschaftlichen Experten auf dem Personalmarkt, also muss man auch mal mit Quereinsteigern arbeiten, das ist ja ganz normal. Dann muss man die aber irgendwie auch fit kriegen und dann ist das so ein bisschen vom Glück und von dem Zufall abhängig, welcher Kollege gerade auch tatsächlich mit welchen Freiräumen in der Lage ist, jemanden praktisch nebenbei mit auszubilden, zu coachen, im Side-by-Side-Schulungen und so weiter. Das könnte man natürlich ein bisschen zielgerichteter und auch standardisierter machen, indem man ein Intranet, ein E-Learning-System, ein Learning-Management-System nimmt. Jedes Unternehmen hat ja sowas im Großen und Ganzen. Entweder ein einfaches Intranet als Wiki oder Forum oder wie auch immer strukturiert. Oder halt ein richtiges E-Learning-System. Und viele haben das ja wegen zum Beispiel auch so Pflichtschulungen rund um Datenschutz oder Arbeitssicherheit. Ja, und dann liegt irgendwo so ein System. Und da kann man genauso gut auch energiewirtschaftliche Inhalte natürlich reinpacken und die Mitarbeiter dann gezielt ausbilden. Das machen wir, wie gesagt, weil wir sowieso Online-Kurse selbst verkaufen, machen wir das eben auch als Auftragsarbeit für unsere Kunden. Beispielsweise als 4-Stunden-Kurs oder als 8-Stunden-Kurs. Das ist so das Typischste, was bestellt wird. Und damit kann man eben sagen, okay, energiewirtschaftliche Grundlagen, die historische Entwicklung, Monopolstruktur und dann Auflösung dessen, also Unbundling und Co., die Marktliberalisierung im Kompletten, die Marktstruktur, wie sie dann entstanden ist, die Marktkommunikation, also die Prozesse, die Marktregeln im Hintergrund, die ganzen Fristen, die zu beachten sind, Edifact, wie funktioniert der Datenaustausch im Großen und Ganzen, da eben auch dann natürlich gezielt auf eure Mitarbeiter ausgerichtet, ne? Wenn ihr eher ein Dienstleister seid, der breit eingesetzt werden muss, dann noch ein bisschen breiter, wenn ihr ein Stadtwerk seid mit ganz klaren Aufgaben, dann eben auch mit der Ansprechhaltung für ein Stadtwerk. Und dann geht es eben weiter mit den Themen, die für euch wichtig sind, sei es Smart Metering, beziehungsweise Digitalisierung der Energiewende oder Redispatch 2.0 oder Marco 2020. Oder dann eben auch die anderen Updates, die dahinter stecken. Wir können konkret auf einzelne Prozesse eingehen oder zum Beispiel auch auf ein IT-System, auch wenn wir selbst ja nichts hosten, aber wenn ihr zum Beispiel auch einen Zugriff gebt, dann können wir selbst auch da wieder die Videos produzieren und dann entsprechend mit reinpacken. Also alles kein Problem, wir sind da relativ flexibel, wir kriegen das zeitlich ja auch relativ gut hin, weil wir produzieren ja sowieso ständig Videos und dann ist es auch kein Aufwand, neue Lernvideos gezielt für euch zu produzieren, geht also auch immer mal relativ kurzfristig. Aktuell, und das merkt ihr ja hier bei den Videos, kommen nicht ganz so viele auf YouTube, denn wir sind ganz okay ausgelastet. Es gibt also einige Schulungsanfragen, die so aktuell laufen, natürlich rund um zum Beispiel die Edifact-Anpassung zum 1. April oder eben auch, dass wir gerade Kurse erstellen für verschiedene Kunden. Das ist natürlich dann auch relativ spannend für uns, aber es wird auch mal wieder ein bisschen freier werden in den nächsten Wochen, Monaten. Vielleicht habt ihr ja dann auch Interesse und Glück, dass ihr von uns dann einen exklusiven Online-Kurs für euer E-Learning-System, euer Learning-Management-System oder euer Intranet bekommt. Falls ihr sowas noch nicht habt, aber ihr wollt es unbedingt haben, haben wir natürlich auch Erfahrung. Wir arbeiten mit diversen Systemen und können da auch ein bisschen empfehlen und haben im Zweifel ja auch noch Partner, die dann auch ein IT-Projekt machen könnten. Alles möglich. Soweit eigentlich erstmal dazu. Es ist wie gesagt eine spannende Sache, die wir sowieso machen und ich will ja euch auch erklären, warum gerade weniger Videos kommen. Wir produzieren nämlich gerade ganz viel, was dann exklusiv als Weiterbildungsmaßnahme für irgendwelche Dienstleister, Stadtwerke und Co. genutzt werden kann und dementsprechend aktuell etwas weniger auf dem YouTube-Kanal. Naja, aber ihr habt ja auch noch über 200 Videos, die habt ihr vielleicht auch noch nicht alle gesehen. Schaut einfach mal in die Vergangenheit rein. Okay, wenn ihr Interesse an sowas habt, ich verlinke dann unten in der Videobeschreibung unsere neue Produktwebseite dazu. Könnt ihr euch dann einfach anschauen, Kontakt aufnehmen, wenn ihr einen Bedarf habt, telefonieren wir einfach mal eine Runde oder machen einen Zoom-Call und dann wird das schon. Alles klar. Wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal
Und wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare auch noch reinschreiben. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.